saß ich beim Arzt im Wartezimmer und betrachtete die vielen aufgestellten Stände mit den Prospekten, die uns einfach belehren sollen über das, was uns fehlt. Die uns erzählen über die Organe, die in uns vielleicht nicht richtig funktionieren, die uns ein Medikament empfehlen, warum es dann besser ist, dieses zu nehmen und das Organ wieder gesund wird. Sie sollen uns einfach im Ganzen belehren über das, was wir einfach im medizinischen Rahmen nicht wissen. Wir sollen Vorsorge treffen. Viele Empfehlungen sind da, viele Dinge, die uns geraten werden. Und so fiel mein Blick auch auf einen Prospekt, was ich sehr interessant fand, in der Aussage: Halten Sie den Weg zu Ihrem Herzen offen. Ich dachte, das ist genial. Das hat nicht nur eine rein medizinische Bedeutung für mich gehabt, sondern natürlich eine geistliche Bedeutung. Denn die Bibel spricht ja von unserem geistlichen Herzen. Im natürlichen medizinischen Bereich sind wir sehr daran interessiert, dass wir dieses Herz richtig gut versorgen. Wir passen auf, wie wir uns ernähren und was wir lieber weglassen, damit einfach der Weg zu unserem Herzen offen ist und das Blut richtig hin und her bewegt werden kann. Man hat ausgerechnet, dass es etwa 20.000 Kilometer Blutbahn in unserem Körper gibt, durch die ständig Blut gepumpt wird. Unser Herz ist so konzipiert von Gott, dass es keine Pause macht. Selbst nachts, wenn wir schlafen, unser Herz schläft nicht. Selbst wenn wir Urlaub machen, unser Herz macht keinen Urlaub. Immer und stetig ist es am Arbeiten. Wir sollen im medizinischen Bereich den Weg zu unserem Herzen offen halten. Aber wie sieht es da denn eigentlich mit unserem geistlichen Herzen aus? In Sprüche 4 finden wir einen Vers, da heißt es: Mehr als alles, was wir sonst bewahren, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt das Leben. Wie machst du das, dass du dein geistliches Herz bewahrst? Wie gehst du um mit Sünde, mit negativen Dingen, mit negativen Denken, mit Hass, mit Neid, mit allen negativen Sachen, die der Feind in unser Leben legt? Wie gehst du damit um? Benutzt du den Weg der Reinigung, der Heiligung, der Buße, dass du vor Gott einfach sagst: Herr, es tut mir so leid, ich habe mich falsch verhalten. Ich möchte den Weg zu meinem Herzen offen halten. Ich möchte, dass du mit mir im Austausch bist und dass ich leben kann. Denn weißt du, die negativen Dinge werden den Weg zu deinem geistlichen Herzen verstopfen können. Wenn du nicht da immer wieder dran bist, diese Dinge zu bereinigen, mit Gott, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, werden diese Dinge den Weg zu deinem geistlichen Herzen verstopfen und du wirst kein Leben mehr haben. Und so weiß ich, es ist so wichtig, dass du das verstehst, dass du Buße und Umkehr für diesen Reinigungsprozess wählen kannst. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt das Leben. Gott will dir Leben geben. Ich weiß, in diesem Bereich hat Gott heute mehr für dich.